Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen! Ihr fragt euch jetzt bestimmt, Hyuga, wie siehst denn du aus? Ja, ich habe hier eine VR-Brille auf dem Kopf, genauer gesagt die PSVR, und ihr seht es auch schon, hier wird gleich Resident Evil 7 Beginning Hour gespielt, der Playable Teaser zum kommenden Resident Evil, den hatten wir ja schon mal, jetzt gibt es den aber komplett in VR und noch mit einigen Bonusinhalten, und die möchte ich mir ganz gerne anschauen, und außerdem will ich hier auch mal ganz gerne ein bisschen VR auf dem Kanal spielen. Ich weiß noch nicht, wie das Ganze wird. Ich weiß noch nicht, ob diese Aufnahme schon richtig laufen wird. Ich habe Angst, dass der Spielton ein bisschen zu laut ist. Aber das kann ich von hier aus alles noch nicht richtig einschätzen. Deswegen alles Testlauf hier. Ich setze jetzt erstmal die Brille auf. Es ist schon ein ziemlicher Aufwand, überhaupt das Ganze hier so richtig fit zu machen. So, ich hoffe mal, es ist für euch jetzt alles gut sehbar. Ja, wir spielen die Mitternacht-Version und ich habe schon den ersten Fehler gemacht. Ich habe vergessen, wo mein Controller liegt. So, der liegt hier. So, ich habe jetzt auch nochmal alles neu justiert. Ja, ihr seht, wir spielen Beginning Hour, Mitternacht-Version in VR. Und ich weiß nicht, was mich hier gleich erwartet. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass VR-Spiele um einiges intensiver sind als normale Spiele. Denn normalerweise halte ich mich ja für einen ziemlich abgebrühten Dude, der sich von so einem Horrorspiel nicht leicht ausnocken lässt. Das war bisher bei VR-Horrorspielen anders. Und befremdlich ist, ich kann mich nicht selbst sehen. Ich weiß nur, hier irgendwo ist mein Mikrofon. Ich hoffe mal, ich bin gut zu hören. Ansonsten starten wir jetzt einfach rein. Und what the fuck, sieht das geil aus. Entkommen Sie aus dem Haus. Ja, ich spiele übrigens hier mit der normalen Steuerung. Ja. So, hier haben wir einen Fernseher, da haben wir eine Kiste und da oben hängt doch was. Kann man das greifen? Kann man daran ziehen? Oh, nee, daran sollte ich... Nee, also mit dem Controller kann ich gerade nicht so viel machen. Also ich kann hier... Nee. Ah doch, da oben. Nee, da kann ich... Ich kann nur meine Hände hier so vor mich halten. Ansonsten kann ich da oben gerade nichts machen. Ist ein ziemlich hässlicher Sessel. Ah, guck mal, da ist etwas Geschriebenes. Ich werde sie an den... Was? An den Steinen zerschmettern. Okay, das ist freundlich. Okay. Immerhin hat hier jemand etwas Kaffee für uns gekocht. So, da vorne ist ein Fernseher. Den schauen wir uns erstmal genauer an. Sie haben keine Videokassette. Stimmt, die mussten wir ja finden. Ich glaube, es ist hier derselbe Raum, den wir noch kannten. Also aus der... Aus der ersten Demo. Was ein bisschen doof ist. Ich kann mich zwar voll umsehen, aber ich habe das Gefühl, dass ich mich nie so richtig mitdrehe. Ui, auf jeden Fall war hier unten irgendwas. Nee, kann ich mich irgendwie hinhocken? Ah ja, so. Oh Gott. Wir hören ja schon, dass wir hier nicht alleine sind. So, genau, daran mussten wir ziehen. Und dann bewegt sich irgendwo was. Mal wieder aufstehen. Ich finde das mit dieser ruckeligen Bewegung ein bisschen doof. Kann man das umstellen? Steuerung. Wireless Controller, Laufgeschwindigkeit sehr langsam, Kamera, Kameradrehung, feste Winkel. Nee, will ich lieber geschmeidig. Genau. Ist es jetzt besser? Ah ja, okay, das ist besser. Ah ja. Ah, das ist eine viel bessere Kameradrehung. Okay, jetzt habe ich halt irgendwo was aktiviert. Ah, hier, guckt mal. So, dann haben wir die Sicherung. Okay, es ist also prinzipiell, ist es noch die alte Demo. Es gibt aber halt einige neue Inhalte. Ich glaube, diesmal kann man auch aus dem Haus entkommen, oder? Hier in der finalen Version. Also ich glaube, es gibt hier die Möglichkeit, aus dem Haus zu entkommen. Oh mein Gott. Aber aus dem Haus entkommt man nicht, wenn man hier rumspielt.
Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh Leute, ey. Das wird ein Höllentrip, ich sag's euch. So, jetzt haben wir die Sicherung hier drin. Muss wir noch irgendwas drücken oder so? Ich weiß es nicht. Oh Gott, Leute, mir geht jetzt echt schon die Muffe. Das ist so immersiv. Das ist wirklich, das ist nichts im Vergleich zu dem, was man normalerweise bei einem Horrorspiel hat. Ich glaube, diese Tür konnte man jetzt endlich öffnen, oder? Ja. Das war eines von den neuen Inhalten. Da kann man nämlich hier hinten rein. Pistolenmunition, ach wie geil. Brauche ich ja bloß noch eine Knarre und dann geht's ab. Offenbar kann man etwas anbringen. Es ist kein Wasser im Tank, dafür ist Blut in der Schüssel. Oh, ein Fahrrad. Da hat jemand sein Fahrrad verloren. Boah, Leute, ey, ihr glaubt es nicht. Also, ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich habe jetzt echt gerade schon das Bedürfnis, das Ganze hier abzubrechen. Das ist so krass. Ich finde, das Krasseste beim VR ist dieser Verlust der Kontrolle über die Umgebung. Also wenn jetzt jemand hinter mir stehen würde oder mir die Hand auf die Schulter legen würde, ich würde sterben. Ein leeres Notizbuch. Oh Mann. Mir wird doch gerade ein bisschen schwindelig, habe ich das Gefühl. Kann aber jetzt auch einfach daran liegen, dass ich Angst habe. Ich habe wirklich Angst. Also das, so sieht bei mir Angst aus. Versuche cool zu bleiben, aber innerlich bin ich mega ängstlich. Und ich feiere gerade diese VR-Demo. Okay. Das ist so krass, wie man sich einfach bewegen kann und überall ist was. Das ist ja das, was ich an VR so liebe. So. Oh, Gott sprach, es werde Licht. Er fand sogar den Schalter. Hey Jungs. Na? Oh mein Gott. Da kann sich so viel verstecken. Oh, mir wird echt gerade ein bisschen schlecht. Mir wird wirklich gerade ein bisschen schlecht. Holy shit. Der Puppenfinger. Ich glaube, mit dem konnte man jetzt irgendwas anfangen. Das hatte ich gelesen gehabt. Oh mein Gott. Wir lassen einfach mal die Leiter runterkommen. Oh mein Gott, Leute, oh mein Gott. Also mit diesem Schritt auf VR hat Resident Evil halt auf alle Fälle. Oh, du Schreck. Auf alle Fälle wirklich wieder Grusel in die Reihe reingebracht. Hallo, hallo? Verdammt, da geht keiner ran. Ah, ein Helikopter von Umbrella. Ich glaube, das ist aus dem ersten Resident Evil. Und in diesem Bett schläft jemand. Der Kellerschlüssel.
Oh Gott, da ist ein Fenster. Wir können hier raus. Aber da ist ein Schloss, aber wir haben wahrscheinlich nicht den richtigen Schlüssel dafür. Oh mein Gott, Leute, oh mein Gott. Oh, krass. Oh mein Gott. So. Ich habe gerade echt das Bedürfnis, kurz Pause zu machen. Ich glaube, meine Hände, das geht gerade echt alles hier gar nicht klar. Nee, das will ich hundertprozentig nicht so let's playen. Sorry, Leute, aber das kriege ich halt echt nicht hin. Jetzt geht's hier auch echt noch in den dunklen Keller runter. Ach du Schreck. Okay, irgendwas ist hier unten. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Genau, tritt erstmal noch gegen. Ach du Scheiße. Ah, das Ventilrad. Das brauchen wir ja dann oben. Und da ist eine Puppe. Scheiße! 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 Was ist das? Ach du Schreck! Ach du Schreck! Okay. Schlüssel für das Dachbodenfenster. Okay. Achso, wir müssen hier noch den Puppenfinger anbringen, oder? Ich weiß nicht. Egal. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Kann man hier auch rennen? Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott. Oh nein! Nicht der! Nicht du! Ich will hier raus! Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt turnt der Typ hier auch noch rum. Ah krass, jetzt wo ich ihn gesehen habe, habe ich auch irgendwie weniger Angst. Oh mein Gott. Nur schnell raus hier. Was ist das da Schwarzes an mir? Ich habe das Gefühl, dass ich mich beeilen sollte. Okay. Also eins steht fest, dieser alte Typ spielt hier echt nur mit uns. Gott, diese gruseligen Bilder hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Immerhin geht das flaue Gefühl bei mir im Magen gerade zurück. Und ich huste auch irgendwie. Oder der Typ hier hustet. Meine Hände, was passiert bei meinen Händen? Oh Gott, ich habe das dumpfe Gefühl, ich verwandle mich jetzt echt. War hier nicht noch irgendwie eine Tür offen das letzte Mal? Stimmt hier rein. Irgendwie schlurfe ich gerade auch nur noch. Okay, hier ist das rettende Fenster. Das rettende Fenster.
Oh mein Gott. Was passiert mit uns? Was ist hier los? Oh Scheiße. Oh oh. Was will der da vorne? Was hat der vor? Junge. Boy, you are nothing. Just a man. Oh mein Gott. Der Horror geht weiter in Resident Evil 7 Biohazard. Ja, 24. Januar 2017. Wow, krass. Oh. Hey Leute, da bin ich wieder. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier geworden ist, wie diese Aufnahme geworden ist. Ich bin extrem gespannt drauf. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. In mir steht gerade echt der Schweiß überall. Also viel länger hätte ich das jetzt auch echt gar nicht durchgehalten. Dementsprechend, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich komme ein bisschen runter. Ihr haut in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann hören und sehen wir uns im nächsten Video wieder. BB und gehabt euch wohl. Euer Hyuga. Oh, ich muss das Ding jetzt erstmal abnehmen hier. Oh Gott.